Willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Im letzten Part haben wir die Zwillingstürme an sich abgeschlossen. Haben aber jetzt neuerdings Zugang zu den anderen Abteilen sozusagen. Und wollen das auch ausnutzen und nochmal sehen, ob wir hier vielleicht irgendwelche Items finden, denn wer weiß, vielleicht gibt es hier noch irgendwas Gutes. Und so ein bisschen Training schadet ja nie. Und deswegen fangen wir auch gleich mal mit Rara an, um erstmal wieder unsere HP ein bisschen zu heilen. Justin und Lean waren zusammen im Zwillingsturm. Und Fina und Mullen, weil die ein bisschen voneinander getrennt wurden. Und jetzt... bei Fina weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, was ich trainieren wollte. Deswegen gehe ich einfach mal auf die Feuerpeitsche. Denn warum nicht? So, Gavin, du darfst so angreifen. Und Justin... Du darfst auch erstmal die Schockwelle machen. Obwohl, nee, du greifst auch erstmal so an. Und da sieht man wieder seinen Warp-Angriff. Ah, Fina kommt nicht zum Angreifen, verdammt. Okay, dann greife ich jetzt einfach trotzdem so an. Da kriegt Fina eine drauf, aber sie schlägt zurück. Und die Medusa werden wir jetzt auch fertig machen. Ah, kommt leider vor Sue ran. Aber Sue wird sich jetzt gleich rächen. Jawohl. So. Der Kampf verlief mal nicht ganz so gut. Im Vergleich zu den anderen bisher. Aber naja. So. Wollen wir nochmal sehen. Was ich denn eigentlich gerade technikmäßig lernen will. Bei ihm war es an sich ja nichts weiter. Wasser halt auf 16, aber... Das dauert eh noch eine Weile. So, Fina, zeig mal her. Erde. Und Wind. Ja. Erde und Wind vorerst erstmal. Und hauptsächlich Wind. Erde auf 10 und dann Wind erstmal auf 15. Ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie ich das jetzt machen möchte. So. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt hier erstmal Kraftsamen. Das ist doch schon mal wunderbar. Ich will es benutzen sogar gleich. Um Justin Stärke noch weiter zu erhöhen. So, was haben wir denn hier noch? Aha, ein Durchgang. Und ebenfalls so ein Ding. Das heißt, es wird hier sogar recht groß sein. Die Gegend hier. Was ich jetzt nicht unbedingt als positiv erachten muss. Aber okay. Es wird wohl eine Weile dauern, aber ich werde auch diesen Part länger machen. Wenn es sein muss, denn ich will jetzt einfach nur das hier abschließen. Und will jetzt nicht hier noch drei Parts in dem Gebiet hier rumrennen. Nur um nochmal nachzugucken, ob ich hier alles finde. So, ich mache das jetzt alles hier in dem Part. Auch wenn von mir aus der Part dann am Ende 40 Minuten oder noch länger wird. Aber hier haben auf jeden Fall schon mal eine Truhe. Den Kraftsamen. Durch den Kraftsamen hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Techniksperre bei einem Freund. Na, okay. Ist auch nicht das Optimale, aber ist auch nicht schlecht. So, euch nehmen wir noch mit. Lassen dich mal wieder so angreifen. Und Fina greift zunächst zum Beben. Und so, du darfst jetzt einfach nochmal... Nö, du greifst auch einfach an. So, ich hoffe mal, das erwischt noch alle. Ja, wunderbar. Ja, macht guten Schaden. Erdestufe höher.
Mehr kann ich ja nicht wollen. So, die beiden haben aber überlebt. Das ist natürlich nicht gerade praktisch. Ah, da geht Finas Peitsche noch eine Stufe höher. Und den haut's auch noch weg. Wunderbar. So, dann werde ich jetzt erstmal kurz dafür sorgen, dass Sue hier nicht abkratzt. Werde erstmal ein bisschen heilen. Zauber. Justin. Heilen. Sue. Und nochmal Sue. Und Fina geht auch noch eins. So. Dann machen wir den noch weg. Erde ist ja jetzt schon auf Stufe 9 für Fina. Das heißt, eine Stufe brauche ich nur noch. Und dann wird erstmal mit Wind angegriffen. Denn leider gibt es keinen Erde-Boden-Angriff. Das wäre sehr hilfreich in dem Moment, aber naja. So. Und bei Justin war es ja so, dass ich momentan alles trainieren kann eigentlich. Sowohl Waffen als auch Feuer, als auch Zauber, als auch was auch immer. Prinzipiell alles halt. Und deswegen setze ich jetzt auch einfach mal das Flammengeschoss ein. Auch wenn es ein totaler Overkill ist. Ist mir egal. Und tschüss. Bam. What a finch. So, da kriegt er jetzt auch nochmal ordentlich Punkte auf Feuer. 24. Sue steigt eine Stufe. Alles klar soweit. So, hier müsste ich jetzt gleich zum nächsten Schalter schon kommen, oder? Jawohl, ja. Und damit komme ich jetzt hier durch. Oh Gott, so viele Wege. Gehen wir erstmal rechts lang. Da teilt sich es immer nicht gleich so mega auf. Okay, da geht's nicht weiter. Schauen wir mal. Ich bin sogar dafür, dass ich, damit ich nicht ganz so viel Zeit in dem Video vergeude, ich sogar es ein bisschen schneller mache. Indem ich das Frame Limit ausschalte. Ich glaube, das macht Sinn. Oh, Earth, protect us all. Ja, ich werde das machen. Da geht alles ein bisschen schneller, im Kampf nicht ganz so, aber ein bisschen. Ja, machen wir nochmal Beben mit ihm auch. Ja, die Sprüche gehen dann, werden dann ein bisschen abgehackt, aber... So. Wir gehen zack, zack. Jawohl, ja. Wunderbar. Weil das wird sonst wahrscheinlich wirklich hier sehr lange dauern. Und das will ich dann doch nicht. Und es ist ja recht hilfreich. Verdammt. Da haben sie mich leicht verarscht. Hat zum Glück kein Zaubersauger. Ja, machen wir rara. Und. Ach komm, du darfst auch mal Flammengeschoss machen. Warum nicht? Oh, einer hat sogar überlebt. Ja, wie gesagt, die werden in den Sprüchen so ein bisschen abgehackt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie. Dass es verschiedene einzelne Sprüche sind, die zu bestimmten Zeiten einfach geladen werden. Und deswegen sagen sie halt den zweiten Teil dann nicht. Engelsfeil.
Hält TP bei Angriffen. Das ist cool. Das ist echt nicht schlecht. So, dich lassen wir mal kurz in Ruhe. Was? Was ist das jetzt? Ah, schau mal an. Okay, gut zu wissen. Dass da sowas ist. So, dich machen wir mal trotzdem nochmal kurz weg. Ja, wie gesagt, bei ihm ist es halt echt verdammt egal. Gerade echt egal, was ich angreife. Deswegen. So. So, ich guck trotzdem nochmal kurz, ob es irgendwas gibt, was ich jetzt Justin eher haben möchte. Feuer. Bei Erde geht halt die Stärke hoch. Hm. Ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen Wasser-Wind. Also benutze ich mal Diamantenstaub und knistern wieder eine Weile. Weil Wind brauche ich sowieso dann für die nächste Schwerttechnik. Und Feuer. Hm. Ich könnte natürlich auch die Sepp-Zauber ein bisschen benutzen. Ich glaube, das werde ich auch. Okay, ich bin wieder rückwärts gelaufen. Ah, die Sepp-Zauber benutze ich auch nur dann, wenn Justin zuerst drankommt. Weil wenn Fina dann schon Beben macht, muss er nicht noch Sepp machen. Das wäre dann ein bisschen zu viel. Oh, ich habe den hinteren sogar noch erwischt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was war das denn jetzt, Justin? Okay, der verteidigt sich. Oh. Meine Güte. Macht's mir doch nicht so schwer. Sieht eigentlich gerade meine Axt aus 18. Das ist nicht schlecht, dass es schon auf 18 ist. Ich glaube, da werde ich jetzt aber deswegen auch erstmal umrüsten. Und nochmal den Regenstab drauf machen. Denn ich kriege ja natürlich jetzt nicht mehr so viele Punkte bei den Gegnern. Dafür. Na gut, mach ich jetzt so fertig. So, Fina kann mal wieder Beben benutzen. Fina hat Erfrischen gelernt. Gut. Und du machst jetzt einfach mal... Ja, was machst denn du hier mal? Du machst hier jetzt einfach mal... Ja, du machst jetzt einfach mal knistern. So, Wind eine Stufe höher. Und du darfst das Ding kaputt machen. Welches sich verteidigt, deswegen werden wir einfach die Chance mal nutzen und draufkloppen. Ja, da bekommt Justin schon mehr Punkte. So. Das heißt, sie hat jetzt Erfrischen gelernt. Genau da. Was auch immer das macht. Das heißt, jetzt gehe ich erstmal auf Wind. Ja. Und schauen wir mal, was Erfrischen denn machen kann. Hebt Techniksperre bei einem Freund auf. Gut. Brauchen wir das Item, was wir eben gekriegt haben, nicht. So, jetzt muss ich erstmal konzentrieren, wo ich denn hin muss. Nämlich hierher. Und hier sind wir wieder am Anfang. Okay. Dann kann ich noch hier lang das Ding aufmachen. Was mir jetzt genau was bringt, dass ich wieder hier bin. Ja und? Achso, das bist du gleich beim Ausgang. Alles klar. Gut, das heißt, es fehlt jetzt eigentlich nur noch der Osten. Wo ich mir aber nicht gerade sicher bin, ob ich da jetzt überhaupt hier so lang komme. Dun,
Weil durch den Norden sind wir ja schon gekommen. Da dürfte dementsprechend auch nichts mehr sein. Da die Truhe zum Beispiel ist schon offen. Hier waren die Trümmer, das heißt, wir gehen dann mal um die andere Seite nochmal rum. Und schauen, ob wir wirklich nach Osten noch können. Wäre jedenfalls ganz interessant. So. Dup, 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 dup. Das sind die Galei-Truppen. Ab hier sind wir jetzt im Süden. So, und hier im Osten. Wow, wow. Okay, hier kommen wir auch an sich nicht rein. Alles klar. Gut, dann haben wir das doch schon geschafft. Wunderbar. Dann kann ich jetzt noch schnell hier zurückrennen und dann haben wir das doch alles. Können wir das Frame-Limit wieder ausstellen. Dann haben wir doch tatsächlich sogar noch Zeit, ein bisschen was hier zu schaffen in dem Part. Außer den ganzen, das ganze Zeug da abzurennen. So, wo haben wir denn das Boot? Ich glaube, die waren hier, ne? Jo. Also mal heilen. Und jetzt mit euch reden. Zeit für Abenteuer, Leute. Danda und ich bleiben alleine hier. Wir lassen es uns gut gehen. Ja, okay. Sind aber fertig. Oh, du bist schon zurück? Müssen wir schon zurück, Justin? Nein, und ich würde gerne noch ein Weilchen hier bleiben. Aber wir müssen zurück. Okay, ich mache das Schiff klar. Oh, warte mal. Hä? Was ist los, Justin? Danda, du bist der beste Segler von Gumbo, richtig? Hör zu, wir müssen zu einem Ort östlich von Gumbo gehen. Östlich von Gumbo? Im Osten ist nur das Meer der Nixen. Oh, aber nein, wir müssen noch etwas sehr, sehr Wichtiges in Gumbo erledigen. Oh, ist es das, was ich denke, Danda? Das heißt, wir müssen nach Gumbo für eine sehr wichtige Angelegenheit. Oh, das ist auch okay. Also zuerst nach Gumbo. Was, du auch, Gedwin? Wir besprechen die Einzelheiten in Gumbo. Mach das Schiff klar, Danda. Ah, jetzt weiß ich auch, um was es geht, ja. Na gut, hier sind wir in Gumbo. Also zum Meer der Meerjungfrauen bringen wir euch gerne überall hin. Oh, tapferes Paar. Ah, danke, Danda und Nainer. Danda, wohin sollen wir ausgehen? Wenn wir nur zu zweit sind, ist mir egal, wohin. Ich bin bei dir, Nainer. Mir ist egal, wohin wir gehen, solange wir nur zusammen sind. Ja. Wir wollen euch nicht stören. Lass uns gehen, Justin. Übrigens, Catwin, wie war das, was du über das Meer der Meerjungfrauen erzählt hast? Diese Zeit des Jahres wird auch die Zeit der Meerjungfrauen genannt. Wenn die Meerjungfrauen im östlichen Meer aktiv werden, darum wird auch das Meer Meer der Meerjungfrauen genannt. Ich selbst habe nie wirklich eine Meerjungfrau gesehen, aber sie sollen Menschen das Leben nehmen. Was? Das ist eine Meerjungfrau? Die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Nun, wir müssen das Meer überqueren. Liete sagte, überquert das Meer im Osten. Aber es gibt einen Weg übers Meer während der Zeit der Meerjungfrauen. Der Alte aus Dyed wüsste es. Dann können wir das Meer überqueren. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Er ist so wichtig, tun, nicht wahr, Sue? Mhm. Was gibt's, Sue? Was? Oh, du weißt es. Ah, ich denke, ich bin einfach hungrig. Das sagst du immer, Sue. Und sei fre... Ah, und du sagst immer, ich sei fressgierig, Sue. Geht es dir wirklich gut zu? Oh, sicher, mir geht's gut. Ja, alles klar, dann... Was macht ihr alle? Gehen wir sofort nach Dyed zurück. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. So, wir wollen zurück nach Dyed an sich. Jetzt muss ich nur noch wieder den Ausgang des Dorfes finden, aber ich glaube, das war hier direkt. Yep. Wunderbar. Okay. Wir könnten jetzt direkt zu den Zwillingstürmen und zum Vulkan und sonst wohin. Also jetzt können wir hier momentan wirklich alles bereisen. Aber auch jetzt kommt dann bald wieder ein Point of No Return. Das ist ein kleines Problemchen, aber naja. Zurück nach Dyed.
Alten dort zum Ältesten. Lass uns sehen, was der Senior sagt. Ich nehme an, der Senior weiß eine Menge über die alten Ruinen hier. Ja. Wir suchen uns schnell noch das Haus raus. Das müsste, glaube ich, das da gewesen sein. Fragezeichen. Ja. Alles klar. Dann sehen wir uns hier im nächsten Part. Bis dann.